Der Bergbau, die Stahlindustrie und die Schifffahrt. Sie sind wohl die drei wichtigsten Eckpfeiler der Duisburger Wirtschaft. Für sie bedeutet vor allem die Stahlindustrie mehr als nur einen wirtschaftlichen Faktor. Für Christian, Christian und Sven ist die Stahlindustrie ein Teil ihrer Heimat Duisburg und damit ein wichtiger Identifikationsfaktor. Und seit kurzem bietet sie den drei Schulfreunden nicht nur Heimatgefühle, sondern auch Inspirationen für ihre Modefirma Stahlkind. Seit diesem Jahr kann man T-Shirts mit Motiven der Stahlstadt Duisburg kaufen. Seit September legen die Jungs aber noch einmal eine Schippe drauf, denn neben einer erweiterten Kollektion haben sie sich nun ein Hauptquartier geschaffen. Wenn sie in ihren Hauptjobs Feierabend gemacht haben, werden hier Klamotten verkauft und auch über einen Online-Versand verschickt. Die Verbindung von Freundschaft und Arbeit, klappt das denn überhaupt? Wir haben halt den Vernünftigen, wir haben den Vorschnellen und mich als Nervensäge. Und dann kann das auch schon mal knallen, aber unterm Strich, dann trinkt man 2-3 Bier, dann ist alles wieder gut. Heute kam eine neue Lieferung an. Der Laden kann nun endlich vollgepackt werden mit Stahlkindkleidung. Hoodies, T-Shirts, aber auch Accessoires und Feuerzeuge sind in das Ladenlokal in Rumeln-Kaltenhausen eingezogen. Ob die bis zur offiziellen Eröffnung am 5. November noch in den Regalen liegen, ist fraglich, denn es läuft richtig gut bei den drei jungen Unternehmern. Trotzdem bleiben sie, ganz Ruhrpott-typisch, mit ihren Wünschen auf dem Boden. Ich glaube, das erste Ziel ist erstmal, den Laden zu halten. Würde ich jetzt sagen, wäre schön, ein schönes Erfolgserlebnis, so den Laden mal ein Jahr zu halten und dann mal zu sehen, also nochmal im Rückblick zu gucken, ob alles gut gelaufen ist, ob wir wirklich eine gute Stammkundschaft generieren können, ob Leute wirklich regelmäßig hier hinkommen. Ich denke mal, das ist schon so das wichtigste Ziel. Wir gucken jetzt, wir lassen ein bisschen auf uns zukommen. Bis jetzt stehen alle Zeichen auf Erfolg. Und Sven und die beiden Christians werden mit viel Gelassenheit, aber auch mit mindestens so viel Herzblut weiter an ihrem Baby, dem Modelabel Stahlkind, arbeiten.